Erstmal, hi, wie geht's dir? Mir geht's super. Das ist gut. Also, jetzt ist deine letzte Teilnahme am Schuhkonzert nicht so lange her, aber was ist deine generelle Meinung zum Schuhkonzert? Dass das eine super Aktion ist und dass den Schülern und Lehrern auch, glaube ich, ganz viel bringt in der Zusammenarbeit miteinander. Und in den ganzen Jahren, gab es da eine Konzertausgabe, die dir besonders gut gefallen hat? Nee, das ist ganz schwer zu sagen, finde ich, weil es jedes Jahr immer irgendwelche Highlights gab. Okay, und hast du denn ein Stück, was dir am besten gefallen hat? Ich glaube, das war bei uns der Four-Chord-Song, den wir mal gemacht haben mit unserer Gruppe. Wie fühlt es sich an, jetzt nach einer relativ kurzen Zeit wieder dabei zu sein? Ich finde es trotzdem cool, die Leute alle wiederzusehen, weil man sich trotzdem jetzt lange nicht mehr gesehen hat und freue mich total auf die Zusammenarbeit wieder und bin gespannt. Was für ein Instrument spielst du? Tenorsaxophon spiele ich hauptsächlich. Irgendwann habe ich es auch mal ein bisschen mit Gitarre und Klavier probiert, aber das lassen wir lieber außen vor. Was sagst du dazu, dass mittlerweile schon das 30. Schuhkonzert stattfindet? Ich finde es mega beeindruckend und hoffe, dass das auch noch weitere Jahre stattfinden wird. Gibt es einen Grund, warum du dieses Jahr beim Konzert wieder dabei sein möchtest? Die Musik natürlich, weil ich mich freue, wieder mit so einer Gruppe Musik zu machen und auch die Leute einfach und das ganze Feeling vom Schulkonzert, das ist einfach einmalig. Könntest du dir deine Schulzeit an der Gustav ohne die Musik und ohne das Schulkonzert vorstellen? Nein. Okay, vielen Dank.